frisches, leckeres und gesundes Wildbret, wie sie aus ihrer Beute saftige Steaks, würzige Rouladen und zarte Sonntagsbraten küchenfertig schneiden, zeigt ihnen Fleischermeister Alexander Schmidt in den nächsten Minuten am Beispiel eines Dammhirsches. Zunächst wird das Stück in folgende Partien grob zerwirkt: die Blätter, die Bäuche und den Ziemer, also den Rücken, den Nacken und die Keulen. Um die Blätter abzutrennen, den Lauf abwinkeln und zwischen Rippen und Lauf entlang schärfen. Als nächstes schärft man die Dünnung vom Ansatz an den Keulen bis zur hintersten Rippe ab. Aber Vorsicht! Dabei möglichst nicht in die Rückenfilets oder die Keulen schneiden. Die Rippen werden mit der Knochensäge abgetrennt. Die vordere Ziemerpartie und der Träger sind durchwachsen, deshalb trennt man sie vom übrigen Ziemer ab. Dazu zwischen 6. und 7. Rippe bis zum Rückgrat schärfen. Anschließend mit der Knochensäge die Wirbelsäule durchtrennen. Wenn Sie den Träger mit einem Fleischerhaken halten, kann er nicht herunterfallen. Jetzt geht es an die edelsten Teile, die Filets. Um sie sauber auszulösen, beginnen wir am Filetkopf, der direkt am Beckenknochen anliegt. Schärft man dann immer entlang der Wirbelsäule und der Rippen, kann eigentlich nichts schiefgehen. Mit einem Schnitt in die weiche Bandscheibe wird das Rückgrat durchtrennt. Anschließend schärft man entlang der Beckenschaufeln schräg nach unten, dabei immer schön am Knochen bleiben. Wurden die Schnitte richtig gesetzt, lässt sich der Ziemer jetzt mit einem Handgriff von der Keulenpartie trennen. Dazu einfach mit einer Hand oben gegenhalten und mit der anderen den Rückenstrang nach hinten drücken. Ein lautes Knacken ist die Bestätigung, dass alles richtig gemacht wurde. Dabei unbedingt aufpassen, dass der Ziemer nicht auf den Boden fällt. Um die Keulen zu trennen, einen Hinterlauf aushängen. Einen halben Zentimeter neben dem Wedelansatz wird der Schnitt angesetzt und entlang des Rückgrates geführt. Anschließend wird auf der anderen Seite, vom Wedelansatz ausgehend, ebenso verfahren, um die verwachsenen Kreuzwirbel abzutrennen. Ist der erste Teil der Arbeit, das grobe Zerwirken, geschafft, geht es an die Feinarbeit. Dazu schnappen wir uns als erstes die Filets, schneiden sie zu und befreien sie von den anhaftenden Häuten. Die Filets, auch Lende genannt, werden im Ganzen oder als Medaillons kurz gebraten zu einem besonderen Gaumenschmaus. Jetzt nehmen wir uns den Ziemer vor. Erstmal schärfen wir entlang der Dornfortsätze, dabei immer dicht an den Knochen bleiben. Wenn man den Rückenmuskelstrang, den sogenannten Lachs, etwas abzieht, kommt man auch bis nach unten. Anschließend wird der Ziemer gedreht und entlang der Rippen geschärft. Nun ist der Lachs nur noch unmittelbar an den Wirbelkörpern mit dem Rückgrat verbunden. Mit einer Hand wird der Muskelstrang gehalten. Mit der anderen Hand führen wir das Messer direkt an den Wirbeln entlang. So bleibt nur wenig Wildbret am Knochen. Sind die Lachse ausgelöst, werden sie von der Silberhaut befreit. Dazu vorsichtig mit dem Messer unter die Haut stechen und dann mit nach oben gerichteter Klinge die Haut nach und nach entfernen. Das Wildbret der Lachse eignet sich hervorragend zum Kurzbraten. Für leckere Steaks, auch für den Grill, sind sie die erste Wahl. Um Steaks zu gewinnen, die Lachse quer zur Faser in ungefähr 2,5 bis 3 cm breite Stücke schneiden. So werden sie beim Grillen oder Braten außen schön braun und bleiben innen herrlich saftig. Um die Rippenpartie auszulösen, schärft man zunächst links und rechts der einzelnen Rippen bis zum Brustbein, dabei aber nicht bis auf die Unterlage schneiden. Anschließend hebt man die Rippe mit dem Messer an und schält sie heraus.
Das so gewonnene Wildbret kann man füllen und daraus einen Rollbraten drehen oder als Wurstfleisch nutzen. Wer Spare Ribs mag, spart sich das Auslösen und schneidet die Rippen in handliche Stücke. Das Wildbret vom Träger lässt sich erstaunlich vielseitig nutzen. Wir gehen wie beim Lachseauslösen vor, das heißt erst einmal entlang der Dornfortsätze, dann entlang der Rippen schärfen. Im Stück gegart wird das Trägerwildbret zum Braten, klein geschnitten zum Gulasch und in 2 cm dicke Scheiben geschnitten zu durchwachsenen Grillsteaks. In den Blättern schlummern 3 handliche Bratenstücke. Das falsche Filet, das Mittelbugstück und das dicke Bugstück. Um an diese Partien zu gelangen, erstmal das Gelenk unterhalb des Schulterblattes öffnen. Anschließend das daran haftende Wildbret ablösen. Kleiner Tipp, mit dem Klingenrücken geht das besonders gut. Dann das Schulterblatt freischneiden. Mit einem beherzten Griff lässt sich die Blattschaufel einfach nach hinten abziehen. Links sehen wir das falsche Filet, hier den Mittelbug und hier das dicke Bugstück. Anschließend werden Ober- und Unterarmknochen ausgelöst und die einzelnen Teile des Blattes durch Schnitte zwischen den Muskelpartien getrennt. Der untere, durchwachsene Bereich, das Beinstück, wandert ins Gulasch. Das dicke Bugstück, der Mittelbug und das falsche Filet eignen sich bestens zum Braten. Jetzt ist die Keule dran. Um die Haxe abzuschärfen, schneiden wir ins Kniegelenk. Dann entlang der natürlichen Trennlinie zwischen den Muskeln. Anschließend noch den Knochen einkürzen. Die Haxe lässt sich wie Schweinshaxe zubereiten. Nun wird der Beckenknochen abgelöst. Dazu ins Hüftgelenk schneiden und scharf entlang des Knochens arbeiten. Um die Oberschale abzunehmen, schärft man die Trennlinie zwischen Ober- und Unterschale vorsichtig auf. Die natürliche Abgrenzung zwischen den Muskelpartien gibt den Weg vor. Die Oberschale ist abgenommen. Hier haben wir die Hüfte, die Unterschale und die Nuss. Als nächstes muss der Oberschenkelknochen raus. Dazu vorsichtig um den Knochen schärfen. Hierbei kann man auch den Daumen zu Hilfe nehmen. Nun noch schnell die Kniescheibe entfernen. Die Nuss rechts und die Unterschale trennt eine Haut. Die Verbindung zur Hüfte wird durchtrennt. Anschließend wird die Hüfte von der Unterschale abgeschärft. Die Oberschale liefert ein ordentliches Bratenstück. Man kann aus ihr aber auch Rouladen oder Schnitzel schneiden. Auch die Unterschale bietet diese Möglichkeiten. Allerdings sind Rouladen und Schnitzel dann kleiner. Als kleinere Bratenstücke lassen sich Hüfte und Nuss zubereiten. Aus der Oberschale schneiden wir jetzt Rouladen, damit sie schön zart werden, natürlich quer zur Faser. Wir schneiden einen sogenannten Schmetterling. Dafür eine etwa einen halben Zentimeter breite Scheibe schneiden, jedoch nicht bis aufs Brett. Dann eine zweite Scheibe, genauso dick, aber diesmal bis nach unten schneiden. Dadurch erhalten wir eine schöne Roulade, die wir nach Lust und Laune füllen können. Um Schnitzel zu gewinnen, schneiden wir eine etwas breitere Scheibe aus Ober- oder Unterschale und plattieren das Stück anschließend mit einem Fleischklopfer. Die Unterschale lässt sich aber auch hervorragend füllen.
Dazu schneiden wir eine Tasche hinein. Mit einer saftigen Füllung gegart, wird das Stück nicht trocken. Sie sehen, die eigene Jagdbeute küchenfertig und appetitlich zu zerlegen, ist gar nicht so schwer. Der Lohn des Aufwands, begeisterte Familienmitglieder und Gäste, die vom vielseitigen und leckeren Wild gar nicht genug bekommen können. Viel Spaß und Erfolg beim Selbermachen!